Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 2. Und wir sind gerade hier und möchten eine Downtown erstellen, weil das ist das, was ich heute so vorhabe, dass wir mit Romy in eine Downtown, I guess. Also das mal so ein bisschen erkunden zumindest. Ja, und das konnten wir jetzt ja bisher nicht machen, allein schon, weil man das ja erst hinzufügen muss und ich habe das jetzt bisher noch nicht getan. Willkommen in der Downtown, dem neuen, aufregenden Schauplatz, an dem deine Sims die Nacht zum Tag machen können. Feinschmecker finden hier ausgezeichnete Restaurants und für tanzwütige Sims gibt es großartige Diskotheken. Möchte dein Sim sich einmal das Herz aus der Seele singen, sollte er eine Karaoke-Bar aufsuchen. Familien empfehlen wir einen Besuch auf der Bowlingbahn. Wenn deine Sims ein traumhaftes Date erleben oder sich mit Freunden treffen, können sie Belohnungen gewinnen. Es gibt jede Menge neue Sims und einige gruselige Überraschungen. Sitz also nicht rum, sondern kaufe deinen Sims ein Auto, damit sie in die Downtown düsen und so richtig Party machen können. Okay, jetzt ist die Frage, müssen wir halt wirklich ein Auto? Oder reicht es, wenn wir einfach mit dem Taxi hinfahren? I don't know, wir werden es irgendwie herausfinden. Christian Kuschel. Wow, man lädt hier ins Spiel und sowas sieht man hier. Stimmt, wir wollten ja auch Christoph besuchen, ne? Ich kann ihn nur bitten, herauszukommen. Aber ich weiß nicht, das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Also eigentlich wollen wir ihn ja besuchen. Ach so, er ist nicht zu Hause. Okay, dann soll die Gute mal einmal auf Klo gehen, das Klo säubern. Und danach können wir ja ein Taxi rufen. Ich habe ein paar Locations in Downtown gefunden. Sollen wir uns dort treffen? Das ist einfach ihre Frage gewesen. Wie wild. Ja, let's go. Verlässt du das Grundstück, wird es im derzeitigen Zustand gespeichert. Ja. Gemeinschaftsgrundstücke in Downtown. What? Wow. Land der Melodien. Komm ins Land der Melodien, um anderen Sims zu beweisen, dass du die Stimme einer Nachtigall besitzt. Du kannst aber auch einfach nur vorbeischauen, um den Gesang anderer Sims zu lauschen. Lulu Lounge. Mach Party und schwing das Tanzbein in diesem vornehm angesagten Tanzclub, in dem rund um die Uhr die Post abgeht. Mach es dir auf den Samtsofas gemütlich und lausche der Musik, um dich wie ein echter Promi zu fühlen. Ich glaube, da gehen wir mal hin, zu Lulu Lounge. Und da boxen sich schon wieder Leute? Hilfe. Ich bin sehr gespannt, wie das dann mit der Downtown funktioniert und so. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nichts davon gesehen bisher. Also zumindest nicht bewusst. Deswegen, ja, also ich meine, Clubs an sich habe ich in Sims generell jetzt schon oft besucht, aber halt in Sims 2 noch nicht. Und das macht halt, finde ich, schon was aus, wenn es halt ein anderes Spiel ist. Da lädt es auch schon. Okay, es laggt ein bisschen. Aber es muss ja auch quasi erst noch alles geladen werden, ne? Hier, Adelheid Gonzaga. Hör mal, was ist das hier? Drehen? Oh, gratulieren? Was? Wir können ja mal ein bisschen mit ihr quatschen, wenn die uns schon immer anruft. Ah, hier hinten geht die Party ab. Hier, Schlambada tanzen. Let's go. Benjamin Baldwin. Yeah. Die Dance Moves. Man hört hier hinten wahrscheinlich gar keine Musik, weil das hier hinten ist, aber ja. Oh, ein Whirlpool. Da kann man auf jeden Fall öffentlich ein Techtelmechtel haben, du. Ich meine, was? Danach können wir uns ja mal was zu trinken bestellen. So, setz dich mal in die Bar, Girl. Ich liebe sie so sehr, ne? Sie ist so unfassbar hübsch. So, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen mit der guten Ellie reden. Oh, da ist eine Hexe mit einer Katze. Die krass böse Hexe. Ui. Aber ich glaube nicht, dass wir gerade was mit Hexen zu tun haben wollen. Die haben hier hinten auf jeden Fall Bock. Ab wann wird man denn beste Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten langsam mal nach Hause fahren, weil sie hat schon sehr viel Energie verloren. Und ich denke, sie muss am Morgen arbeiten, Fragezeichen. Ja. Und da sollte man vielleicht ein bisschen ausgeschlafen sein. Aber dann haben wir wenigstens herausgefunden, dass das Taxi einen auch nach Downtown bringen kann. Eww. Können wir die zerstampfen? Ekelig. Stimmt, in dem Spiel gab es ja sogar Kammerjäger, ne? Die können ja richtig ein Haus befallen und so. Aber so generell, das mit den Lags hat sich ja so ein bisschen gelegt, ne? Also, in-game hatte ich ja eigentlich gar keine Probleme, aber in den Aufnahmen ja eben, vor allem in Part 1 jetzt eben. Und ich glaube, dass es daran lag, dass das Spiel erstmal die Welt generieren musste. Ich glaube, dass es deswegen jetzt besser funktioniert, weil das ja schon alles quasi generiert wurde soweit. Gießen und dann geht's ab ins Higher-Bed. Wir gehen jetzt nicht ans Telefon. Es ist mitten in der Nacht. Junge, die haben aber echt gar keinen Bock mehr aufeinander, ne? Die prügeln sich den ganzen Tag lang. Sie kann ja schon mal aufstehen, auch wenn es noch, sag mal, sehr früh ist. Aber ich finde es realistisch, dass man dann schon sehr früh aufsteht, um halt alle seine Bedürfnisse vorher. Also ich meine, okay, 3:30 ist vielleicht doch ein bisschen sehr früh. Aber früher aufzustehen ist ja schon realistisch, to be honest. Leben die eigentlich noch?
Oh mein Gott, man muss das säubern. Oh, weil die tot sind, glaube ich. Ups. Ja, sie macht das Glas einfach leer. Aber sogar das letzte Sandwich. Na dann können wir das ja auch putzen. Vielleicht erreichen wir ja noch unseren Fähigkeitenpunkt. Das wäre zumindest cool. Weil dann könnten wir eventuell befördert werden. Das wäre doch supi. Sie hat es nicht bekommen. Mann, wie langsam steigt das denn? zur Arbeit gehen. Ist schon wieder soweit. Vielleicht können wir ja nachher mal Christoph besuchen. Vielleicht ergibt es sich ja. Da ist sie ja schon wieder. Sie hat nicht so viel Spaß in ihrem Leben gerade. Oh, da hat jemand Schmetterlinge gefangen. Süß. Vorschlag? Einziehen. Ist natürlich hot, aber... So, wir können ja erstmal zu ihm und mit ihm plaudern. Aber wenn er hier schon ist... Warum ist er schon wieder hier? Also, ja, okay, er ist mein Kumpel, aber warum? Ich finde, die zwei sind halt einfach meant to be, ja? Wenn dieses Let's Play wirklich nur 20 Folgen hat, ich möchte ja dann auch noch ein Kind kriegen und das vielleicht bis zum Teenager oder sogar bis zum Erwachsenenleben entwickeln lassen, einfach. Und so, you know, da muss man ja auch schon mal hier so langsam sich daran trauen, dass die hier sich näher kommen, ne? Was tut er? Geht er nach Hause? Oh, vielleicht können wir ihn dann besuchen. An Tür klopfen. Yay, Wunsch erfüllt. Süß. Sie möchte mit Christoph spielen. Kitzeln. Finde ich realistisch, dass man das tut. Als Pärchen. Oder fast Pärchen. Oh, süß. Und ihn wertschätzen. Warum geht er weg? No way. Ach, Manu. Na, vielleicht muss der ja auch arbeiten. Der Mann hat gerade einen Zwerg gestohlen. Wir sind zwar Freunde, aber das finde ich trotzdem nicht in Ordnung von dir. Können ja trotzdem mal mit dem Quaken ein bisschen. Und dann, vielleicht können wir miteinander spielen irgendwas. Oder Wasserbombenschlacht habe ich auch so sehr angeklickt. Auch gut. Ja, ich möchte doch spielen mit euch hier. Hier, Ball werfen. Los geht's. Warum möchte er bei mir duschen? Nein, das ist meine Dusche. Yay. Immerhin macht das Spaß. Er hat einfach mein Geld geklaut. Ey. Dann verabschieden wir uns mal von ihm. Und dann gehen wir schlafen vielleicht schon. Oder wir gucken dann noch ein bisschen fern und dann schlafen. Oder sie geht direkt schlafen. Na dann. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Die Gute kann auch jetzt ein bisschen fernsehen. Sie hat auf jeden Fall jetzt Zeit. Sie möchte auf jeden Fall einen Fähigkeitenpunkt erreichen. Das muss sie ja, wie gesagt, auch in Sauberkeit. Gartenzwerg zurückholen? Was? Ich bin mal gespannt, was sie jetzt gleich tut, weil... Also ja, der wurde geklaut, aber war das unserer? Ich habe keine Ahnung. Das hat dir Spaß bereitet. War... Ich habe ihn meinem Gartenzwerg zurückgeklaut, erst in meinem Inventar. okay. Kann den noch nicht mal platzieren, weil der draußen platziert werden muss. Läuft. Romy hat heute frei. Yay. Telefon klingelt, glaube ich. Nicht mehr. Schade. Sie hat sich Müsli gemacht. Lecker. Dann können wir auf jeden Fall nochmal die Zeitung recyceln danach. Und dann würde ich auch noch Service anrufen. Und sagen, dass ich keine Zeitung mehr haben möchte. Ich glaube, das ging, oder? Ich hoffe es. Weil wozu brauchen wir jeden Tag Zeitung so? Nee, ist da nicht drunter. Ging das nur in Sims 3? Lieferant vielleicht? Also das macht ja gar keinen Sinn, aber... I don't know. Chinesisches Essen, wie geil. Und dann gucken wir nochmal, ob Christoph zu Hause ist. Ja, ist er. Paarberatung lernen, ey. Also er hat sich auf jeden Fall romantisch küssen lassen. Süß. Umarmen lassen, meine ich natürlich. Und dann zu ihm ja mal schmeicheln. Sind wir Best Friends geworden? Oh mein Gott, wir sind Best Friends geworden. Süß. Können wir ja so Händchen halten. No. This shit is so cute. Umgarnen. Und ich weiß nicht, aber vielleicht können wir ihn ja mal zärtlich küssen. Oh, süß. Das sind solche Mausis, ne? Dann könnt ihr ja vielleicht noch ein bisschen romantisch Musi. Das wäre es doch, Vorschlag. Fragen. Oh. Stopp. Halt, stopp. Ich muss mehr herausfinden. Was hat das bedeutet? Mit Christoph Freundschaft fürs Leben schließen. Süß. Oh, ihr seid so cute. Eng umschlungen. Ah, läuft bei euch, Leute. Just saying, aber... Uiuiuiuiuiuiui. Verliebt in Christoph. Oh. Das ist süß. Das ist so süß. Antrag. Verloben. Also, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Dann können wir auf jeden Fall nochmal zweideutige Anspielungen machen. No, mit Christoph verloben wünscht sie sich die Maus. Sie ist halt einfach wirklich completely in love gerade, ne? Unter Wolkenhimmel kuscheln. No, wie süß. I love you. Oh, ein Grill. Toll.
kleines Apartment treffen. Die sind so cute, ne? Ich würde mal sagen, freien Tag gut genutzt. Mein Wunsch, Romy schätzen. Oh. Er muss jetzt, glaube ich, auch weg, aber schau, wie glücklich sie ist. No, wie süß. Nudeln mit Käsesoße klingt doch ganz gut. Ach ja, ich glaube, die Gute, die hat sich auf jeden Fall hier ein gutes Leben ausgesucht. In der Belladonna Bucht. Zumindest hat sie jetzt ja einen Partner so. Und das ist halt so mega cute einfach, ne? Sie hat endlich ihren Sauberkeitspunkt bekommen. Oh mein Gott. Oh, sie hat Angst, dass die Verlobung abgelehnt wird. Oder dass Christoph stirbt. Oder von Christoph gejagt wird. Okay, das letzte finde ich ein bisschen weird. Aber die anderen Sachen kann ich absolut nachvollziehen. Aber vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Part, uns zu verloben. Wenn wir uns vielleicht auf ein Date treffen oder so. Maybe. Weil ich meine, die beiden verstehen sich ja schon sehr, sehr gut, ne? Oh, ich glaube, es ist jetzt Winter. Ui. Also beziehungsweise wird es bald. So, sie möchte Müsli essen. Das kriegen wir hin. Oh, sie wünscht sich ein Baby. Zumindest hat sie gerade an ein Baby gedacht. Oh mein Gott. Naja, so weit sind wir dann ja auch noch nicht, ne? Also erstmal würde ich auf jeden Fall gerne mich zumindest verloben und zusammenziehen und vielleicht vorher auch heiraten, wenn es irgendwie möglich ist. Ne? Also so ganz schnell müssen wir jetzt auch nicht handeln. Aber ich würde sagen, ich beende dann hier den Part. Und ich bin schon so gespannt, wie es halt hier so weitergeht, weil das ist so cute, die beiden. Ne? I love it so much. Im nächsten Part könnte sie auch befördert werden. Dann, ja. Und wie gesagt, eventuell verloben wir uns dann ja. Wäre auf jeden Fall mega cute. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!